Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Interview. Ja, während der deutsche Leitindex sich den Rekorden wieder etwas annähert und auch die Marke von 19.000 Punkten weiterhin im Fokus hat, sieht es in der zweiten und auch der dritten Reihe eher mau aus. Welche Möglichkeiten es jetzt für günstig bewertete Investments gibt und welche Möglichkeiten sich aus dem Blick auf Charts und Indikatoren ergeben, darüber spreche ich in den nächsten Minuten mit Jörg Scherer von der HSBC. Jörg, ich habe es gerade schon mal angesprochen, beim DAX, da gibt es kein Bremsen mehr. Okay, heute ist ein bisschen Flaute drin, muss man sagen. Wir sind wieder etwas zurückgefallen. Nichtsdestotrotz bleibt im Visier die nächste runde Hürde, die 19.000-Punkte-Marke. Und insgesamt ist der DAX im Jahr 2024 bestens aufgestellt. Was treibt denn so an? Ja, die Hosse nährt die Hosse, sagt man so schön. Also ein ganz altes Börsenbonmot an der Stelle mal zitiert. Und ja, tatsächlich, der DAX hat 26 neue Allzeithochs allein in 2024 realisieren können. Das zeigt, dass der Aufwärtstrend absolut intakt ist. Und es gibt noch eine zweite Sache, die zeigt, dass der Aufwärtstrend seit Herbst vergangenen Jahres intakt ist. Manchmal ist es ja so, dass man aus den Konsolidierungen mehr lernt als aus den eigentlichen Trendbewegungen. Und wir haben zunächst mal Konsolidierungen gehabt, die äußerst moderat verlaufen sind in den letzten Monaten. Und durch die charttechnische Brille betrachtet haben wir dann auch noch Dezember, Januar und im April klassische Flaggenkonsolidierungen gehabt, also trendbestätigende Kursmuster. Und das Jüngste auf der Stelle treten, das ist so seitwärts pendeln in einer engen Range. Auch das ist eher ein trendbestätigendes Muster und eine mutmachende Konstellation, dass der DAX ein gesundes Kräftesammeln derzeit durchläuft, aber eben nicht mehr. Wenn man dann den Blick auf die zweite Reihe richtet, dann sieht man, dass es hier etwas mau aussieht. Das heißt, der MDAX, der hängt mit dem großen Bruder deutlich hinterher. Woran liegt das? Ja, zunächst mal ganz nüchtern noch vielleicht ein paar Fakten. Ja, über die Allzeithochs im DAX haben wir schon gesprochen. Darüber brauchen wir beim MDAX nicht zu reden. Der ist davon meilenweit entfernt, notiert rund 30% unter seinen Rekordständen bei 36.400 Punkten. Die stammen auch tatsächlich aus dem Jahr 2021, liegen also schon ein ganzes Stück weit zurück. Und auch in diesem Jahr hat sich die Schere weiter geöffnet. Der DAX mit einem Kursplus im zweistelligen Bereich und der MDAX, der hat marginal zulegen können, die schwarze Null sozusagen. Welche Gründe gibt es dafür? Zunächst mal durch die Preisbewegung begründet. Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen durchatmen, muss man relativierend sagen, seit 2000, die letzten zwei Dekaden, ist der MDAX deutlich besser gelaufen als der große Bruder. Das heißt, der MDAX hat zuvor zwei Dekaden lang dem DAX so ein bisschen die Show gestohlen. Das vielleicht ein Stück weit zur Einordnung und zur Relativierung. Und dann gibt es last but not least auch noch einen fundamentalen Aufhänger. Das ist der, ja, die Konjunktur in Deutschland, sie schwächelt ein wenig. Es gibt wirtschaftlich die eine oder andere Hürde zu nehmen. Es gibt ein paar Herausforderungen. Und offensichtlich ist es so, dass diese lahmende Binnenkonjunktur die Titel aus der zweiten Börsenreihe, sprich aus dem MDAX, ein bisschen stärker in Mitleidenschaft zieht, als das bei den großen DAX-Konzernen der Fall ist. Welche Indikatoren sind denn beim MDAX jetzt wichtig? Worauf schaust du genau auf in Bezug auf Unterstützung oder auch auf Decke, die es hier ausbrechen zu lassen gilt? Ja, also wir haben ja so ein bisschen drüber diskutiert, zumindest zwischen den Zeilen gibt es sowas wie Nachholpotenzial, wie Aufholpotenzial beim MDAX bei der zweiten Börsenreihe. Und bei der Beantwortung dieser Frage hilft, glaube ich, eine ganz langfristige Chartbetrachtung. Ich habe den Quartalschart mal mitgebracht, also getreu dem Motto, die hohe Zeitebene, die weiß viel, was die Tage niemals wissen. Und ich kann Anlegerinnen und Anleger auch nur sozusagen eine Lanze dafür brechen, sich solche hohen Zeitebenen und solche langfristigen Charts mal tatsächlich auf sich wirken zu lassen. Konkret beim MDAX haben wir
auf Quartalsbasis zuletzt von der Candlestick-Analyse her zwei konstruktive Trendwendesignale ausgeprägt. Wenn man ein bisschen tiefer einsteckt, sind es jeweils zwei Hammer-Umkehrmuster. Und die lassen genau diesen Stimmungswandel, der möglicherweise im Moment stattfindet, so ein bisschen erahnen. Wirklich ausgelöst, ja, ganz konkret sozusagen nach dem Katalysator gefragt, der Sprung über die Hochpunkte bei 27.500 Punkten würde diese Kerzenformation nach oben auflösen. Und das ist ein Niveau, welches auch in den letzten Jahren eine Rolle gespielt hat. Man kann so ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückschauen, in 2017, in 2018 schon mal eine Relevanz. Also das ist ein ganz großer Trigger. Und wenn dieser Befreiungsschlag gelingen sollte, dann kann man als Etappenziel den alten Aufwärtstrend mal wieder rausgraben, den alten Aufwärtstrend seit dem Jahr 2009. Bei 31.100 Punkten läuft er gegenwärtig und dann perspektivisch über den Tellerrand hinausgeblickt. Vielleicht ist das dann so ein Startsignal, dass man auch beim MDAX mal wieder über die Rekordstände philosophieren kann. Und wie angesprochen, die liegen im Jahr 2021 bei 36.400 Punkten ausgebildet. Aber beim Blick auf den Ratio-Chart sehen wir, dass der DAX selbst, der große Bruder sozusagen, sich schon deutlich länger abgekoppelt hat. Wann genau hat das stattgefunden? Wie weit muss man da zurückgehen, um das große Ganze zu sehen? Ja, es ist nicht nur 2024, sondern es hat schon sehr früher begonnen. In der Hochphase der Corona-Zeit sozusagen, Januar 2021, da hat der Dreh stattgefunden. Seither läuft die erste Börsenliga besser als der MDAX. Der Ratio-Chart zeigt aber auch sehr schön das, was ich einordnend vorweg schon mal gesagt habe, dass zuvor über zwei Dekaden lang hinweg der MDAX tatsächlich besser gelaufen ist als der DAX. Und das relativiert dann auch nochmal sozusagen den Stimmungswandel der letzten zwei, drei Jahre, die wir sozusagen in der jüngeren Vergangenheit, den wir in der jüngeren Vergangenheit gesehen haben. Bleibt aber auch noch der Blick in die dritte Reihe. Wie sieht es denn beim SDAX aus, bei diesem ganzen Szenario? Ja, der Blick in die dritte Reihe ist ein ganz besonders spannender aus unserer Sicht gegenwärtig. Ich habe auch hier einen langfristigen Chart mitgebracht auf Monatsbasis. Und der Blick ist deswegen so spannend, weil wir beim SDAX das korrespondierende Schlüsselniveau schon rausgenommen haben. Das heißt, hier haben wir den Katalysator, den Starttrigger schon ausgelöst und wir haben gleichzeitig damit eine Bodenbildung, eine inverse Schulterkopf-Schulter-Formation abgeschlossen. Und diese Formation lässt tatsächlich beim SDAX auf ein Wiedersehen mit dem Allzeithoch, auch da aus dem Jahr 2021, bei rund 17.450 Punkten schließen. Von daher möglicherweise der Blick in die dritte Reihe besonders interessant, weil hier möglicherweise ein früher Vorbote generiert wird und es der Ball jetzt beim MDAX liegt, es dem kleinen Bruder nachzumachen, um das Aufholpotenzial im Vergleich zum großen Bruder tatsächlich auszuschöpfen. Jörg, lass uns final noch mal über die Bewertung sprechen. Gerade wenn man DAX, MDAX und SDAX einander gegenüberstellt. Was wird da deutlich und wie sollte sich der Anleger diesbezüglich aufstellen? Ja, also ganz eindeutig, der SDAX ist bewertungstechnisch am günstigsten. Dagegen MDAX, SDAX, das ist mehr oder minder, MDAX und DAX auf Augenhöhe, der SDAX am günstigsten. Also der Unterschied zwischen Midcaps und großen DAX-Konzernen, der ist zumindest bewertungstechnisch gar nicht so groß. Aber wenn ich es charttechnisch auch nochmal beleuchten darf, wie gesagt, MDAX und SDAX sind zwei Indizes, die zweite und dritte Börsenreihe, wo wir eben noch nicht über Allzeithochs sprechen, wo wir noch jede Menge Luft bis zu den Rekordständen haben. Und das ist psychologisch ja vielleicht ein bisschen leichter, ein Investment in so einen Index zu wagen, der tatsächlich noch Platz bis zu den Rekordständen hat. Deswegen aus unserer Sicht derzeit
der charttechnische Blick auf den MDAX, auf den SDAX besonders lohnend und besonders vielversprechend. Dann sage ich für den Moment herzlich Dankeschön, Jörg Scherer, für den Einblick, die Bewertung und natürlich auch das Deuten der Indikatoren in den Charts selbst. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, hat Ihnen etwas Aufschluss gegeben, wie tatsächlich dieses ganze Szenario von Charttechnik anzugehen ist, einfacher erklärt mit Jörg Scherer von der HSBC. Und ich hoffe natürlich, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind. Danke für heute.